Brauchen wir da Wasser? Jetzt gedacht. Gut. Die brauchen auch noch Öl. Das heißt, wir könnten. Oh. Vielleicht hat der nicht genügend Strom. Gar nicht dran gedacht. Nehmen wir da mal den Strom rüber. Dann nehmen wir die hier weg. Und dann Öl. Dann noch ein paar Ölpumpen hin. Das reicht nicht, weil der hinten schreit nach Öl. Wir haben aber eine Polizei hier, also das muss nicht sein. Da auch. Das machen wir anders. Der kommt weg. Ja, bin ich. Ah, und da sind die Ölzone ist jetzt gerade gewachsen. Gucken wir gleich. Braucht Polizei zwei kleine. Und zwar setzen wir hier eine hin und hier vorne eine. Dann müssen die da lang fahren und dann, ja. Okay, der ist auch gerade hier lang gefahren, aber die müssen halt dann hier raus und da dran vorbei. Ne? Dann kontrollieren die auch da. Da hinten ist auch gerade einer vorbeigefahren, aber. Ah gut, ja, der kann aus dem hier gerade rausgefahren sein, genau. Gut. Was haben wir hier? Nicht genügend Käufer für Produkte. Okay. Ah, kein Problem. Kein Problem. Weil wir können Pause machen. Und wir haben die großen Ölpumpe bekommen. Das sind 8000 pro Woche. Hier sind es 6400. Wir könnten nochmal abbauen und upgraden sozusagen. Da müssen wir. So machen. Was gerade hingestellt, bauen wir es wieder ab. So, also. Dann hatten wir noch dazu bekommen. Nur noch das Lager. Okay. Gut, das brauchen wir nicht. Wir bauen mal Wege.
Bild runter. Nein, nicht so weit runter. So. Und dann können die da rüber zur Arbeit. Lass die vielleicht hier vorne noch. Sie halt nicht hier außen rumlaufen, können sie auch hier hinten rum zu den Häusern und auch hier noch mal runter. Okay. Damit halt hier auch die Arbeiten gehen können und hier können sie einfach hinten durchlaufen, das ist okay. Gut, 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 gut. Play, ne? Bau auf und reiß nieder, dann hast du Arbeit immer wieder. Ja, leider. Ein Wanderer klopft an der Klostertür und möchte die Schwester Edelmut sprechen, daraufhin die Nonne. Sie ist jetzt ehrwürdige Mutter, mein Herr. Wo hätte ich das gewusst, hätte ich doch ein Bastelbällchen mitgebracht. What? Ach so, okay. Gut, das lasse ich jetzt mal so sacken. Okay. So, ich hätte gerne hier Schule, also einiges an ja, Versorgung. Alles, was man halt so braucht. Eine Feuerwehr, kleine Polizei noch. Dann packt man da noch. Was haben wir, ne? Wir könnten noch eine Bibliothek hinstellen, aber. Können wir? Ja, komm. Bus können wir gleich noch machen. Ulama, Strom und so weiter müssen wir gleich noch mal gucken. Park noch. Das ist größer, ne? So. Dann guck mal hier.
Einkaufsmöglichkeiten hin. So. Okay. Hallo Ron. Schön, dass du da bist. So, und dann rundrum machen wir jetzt Wohnungen. Wir brauchen Strom hier. Ja, ganz schnell. Strom. Mal gucken mal. Den hätten wir schon mal angeschlossen. Hier außen rum. Brauchen doch noch normale Industrie, ne? Was richtig sehe. Oder Bürogebäude. Was soll ich machen? Die hier. Ups. Gerade. Hier hin. Und da. So. Hier kleiner. Bisschen in die Ecke rein. Und da auch. Dann machen wir da. Das nicht. Nein. Ja. Industriecluster. IT-Cluster, Entschuldigung. Und schauen mal, ob das, was die dazu sagen. Da fehlt noch ein bisschen. Es gibt immer so Phasen, wo es sich dann nochmal richtig schön zurückstaut, ne? Schön ist das nicht, aber wollen sehr viele hier hin. Dann kommen sie alle zurück, um halt hier wieder Ware aufzunehmen. Okay, na guck.
Da wächst unser IT-Cluster heran. Wir haben anscheinend nochmal eine Ausweiche geschaffen hier. Durch die Straßen, die wir hier hingesetzt haben. Ist gut. Und alles ist weg. Sehr gut. Du brauchst von allem viel mehr, ja. Allerdings zeigt er jetzt hier auch jetzt gerade, wächst halt so die geringe Nachfrage an. Das ist eine geringe Nachfrage an Wohngebieten. Aber wir haben genügend ausgewiesen. Also wenn sie wollten, könnten sie sich ausbreiten hier an unserer Küste, Meeresblick. Ja, sieht gut aus. Ist fast alles dicht, würde ich sagen. Mal ganz kurz gucken. Ja, hier und da sind noch ein paar freie Plätzchen. Aber machbar. Ah, wir könnten noch mal schnell nach dem Wasser gucken. Ja, gerade so an der Grenze, ne? Die Frage, ob sich das lohnt hier. Oder zieht er jetzt das ganze Meer weg? Ja, das muss ich wieder einpendeln, dann strömt das auch wieder da rein. So, hier können wir jetzt endlich den wegnehmen, weil hier der Strom jetzt von den Häusern kommt. Ah, unsere Forstwirtschaft ist gestiegen. Papierfabrik, Holzwerkstofffabrik, Holzspänelager, Forstwirtschaft, Instandhaltungsgebäude. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Und ein großes Baumsetzlingsfeld haben wir bekommen. Sehr gut, sehr gut. Hier würde ich jetzt noch die restlichen Felder anmalen, weil wir ja hier das Windrad stehen hatten. Und dann wollte ich hier das nicht... Oh, ja, vielleicht. Na toll, ich wollte die Ecke da... Ja, ist egal. Wer jetzt einer wohnt oder nicht. Oh, egal. Oh, warte, hier. Außen können wir auch noch. Also, es ist noch genügend Stellfläche frei, also wo die halt wohnen können. Wir könnten mal ganz kurz nochmal nach den Bussen gucken, wenn wir gerade mal hier sind. Ey, okay. Doch mehr als ich gedacht habe. 161, was machen die denn hier? Ach, du Alarm, hier beim Einkaufen. Vielleicht brauchen wir da andere Busse. Nehmen mal größer. Wir nehmen die Doppeldecker. 65. Und noch einen dazu. Machen wir 5. Okay. Und jetzt gucken wir mal nach der zweiten Linie. Die dürfte etwas weniger sein. Linienübersicht. Ja, das ist überschaubar, das kannst du bleiben. Okay. Das ist nicht so weit. Na, hier hinten. Das ist nochmal weiter hier. Die Strecke. Deshalb wahrscheinlich. Aber cool. Wie sieht's hier aus? Info. Hier hatte ich das akademische Ding eingeschaltet. Ja, habe ich. 297. 296. Aber. Sie können nicht sagen, sie könnten nicht auf die Uni gehen. Mal ganz kurz gucken. Okay.
Okay, das ist aber die hier brauchen wir Universität. Theoretisch müsste ich die anderen alle abschalten, damit die alle hier hinfahren. Yeah. Oder das Campusgebiet müsste halt einmal quer durch die Stadt gehen oder so. Oder wir lassen.